Wildstone TV Skyrim, das etwas andere Let's Play. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Folge 131 von Skyrim, eine lange Reise. Hier ist der Mario von Wildstone TV. Wie ihr schon gesehen habt, ich habe etwas am Vorspann rumgeschraubt. Würde mich natürlich mal interessieren, wie er ankommt, ob es euch so gefällt oder vorher besser war. Wie gesagt, das weiß man immer erst, wenn jemand eine Meinung hat. Oder am besten wären natürlich auch mal mehrere Meinungen. Kann man nicht mal... Kann man nicht mal in Ruhe mit seiner Community reden hier? Community? Wie soll man denn da zwischenmenschliche Beziehungen aufbauen? Ja. So, okay, jetzt gucken wir uns natürlich. Gucken wir mal zu der Höhle. Die Eierplätzchens. Ja, wie gesagt, zwischendurch waren noch ein paar Mängel durch alte Mods beseitigen oder welche, die ich beseitigt hatte, aber nicht ganz. Und ab und zu kommen also mal kleine Breaks zwischendurch, die euch vielleicht komisch erscheinen. Aber macht euch keine Gedanken am Spielfluss selbst und der Handlung, die ist fortlaufend. Ja. So, das war jetzt zum Beispiel so ein Break. Ich meine, die kommen natürlich nicht so oft. Aber wenn ich Probleme weggemacht habe, kann das schon mal passieren, weil ich ja meistens schon vorher aufgenommen hatte. Und dann werden die Videos nachvertont bei Bedarf. Ich warte auf einen würdigen Tod. Okay. Ja, würde ich mich einfach hinlegen und sterben, würde es Malakath nicht gefallen. Du Armer. Meine Zeit ist gekommen. Ich bin alt. Zu alt, um noch Häuptling zu werden. Es wäre falsch, in meinem Alter noch Frauen zu nehmen. Oh. Also werde ich sterben. Malakath hat mir die Vision eines glorreichen Todes geschenkt. Ich warte hier darauf, dass sie sich erfüllt. Wie ihr seht, ist es noch nicht geschehen. Nee, Fusia war ja noch nicht da. So, vielleicht. Klicken muss ich ja auch. Seid ihr euch da sicher? Ich muss ja auch anklicken. Wir werden sehen. Oh. Ihr nie herkommen soll. Okay, so. Schnitzelchen, wo sind die Messerchens? So. Da soll es ja mal nicht dran scheitern, hä? Weil wir wollen ja Freunde von den Orks werden und dann bringen wir die natürlich rum, wenn die das möchten. Sogar selber, ich meine das natürlich. So. Oh, wisst ihr, hast du noch einen gekriegt? Ehrenvoller geht ja wohl nicht, oder? Das nordische A-Team. Die Hot Five. Haben dich zu Malakath geschickt. Mein orkischer Freund. Und natürlich müssen wir jetzt unseren Bogen wieder haben. Ja. Wir wollen ja auch. Sonst
können wir ja keine sonst können wir ja keine Ziegen in den Arsch schießen. Ja. Sorry, blöder Witz, ich weiß. Ja, jetzt gucken wir uns natürlich da oben die Höhle noch an. Erstmal. Achso, wo wollen wir überhaupt? Im Großen und Ganzen wollten wir eigentlich zu Nasir. In Dämmerstern, der da in der Zuflucht. Hier drüben! So, Schluss mit lustig. Hey, hallo? Der Regen tropft auf meine Rüstung, habt ihr das gehört? Zeit zu sterben. Genau zwischen Elle und Speiche. Ich muss das mal treffen, ne? Ach du Scheiße, schon wieder schleichen. Wir halten an. Was ist los? Na, wie immer. Was braucht ihr? Seit wir kein Gottmut mehr machen. Was natürlich auch viel besser ist. Aber das habe ich schon mal gedacht. Das ist ja, macht schon mehr Spaß. Dann mal los. Okay. Jetzt können wir gleich viel schneller schleichen. Schleichen ist cool, da kannst du wenigstens was von der Landschaft sehen. Und rast da nicht so durch, so. So kannst du auch mal Wegweiser lesen, wenn du dran vorbeikommst. Damit du auch weißt, in welche Richtung du schleichst. Ein paar Äpfel. Wetter, ey. Ich setze gleich meinen Helm auf. Die ganze Frisur wird ruiniert. Und es regnet zum Hals rein. Oh, Pfeil. So, gutes Stück. Hätte ich bei Tessi fast vergessen. Scheiße, Alzheimer. So. Melde dich bei Nasir. Ja. Ja, dann machen wir das mal. Der wartet bestimmt schon auf uns. Klar. Ah. Unser Pferdchen. Die Mutter steht in der Ecke. Ich gebe zu, dass es mir schwerfällt, mit all dem zurechtzukommen. Das glaube ich dir. Ich folge einfach Nasir. Jawohl, mach das mal, Schatzi, mach das mal. Da war ich so froh, dass sie überlebt hat, wenigstens. Und? Was gibt es über den Kalb? Wirklich? Jo. Eine bessere Nachricht hättet ihr uns nicht bringen können. Trotz der jüngsten Ereignisse ist dies ein glücklicher Tag für uns, mein Freund. Ein Schuss, trotz Blub vieler weg. Schicksalsschläge seid ihr der dunklen Bruderschaft treu geblieben. Ihr habt uns alle gerettet und dafür gebührt euch mein ewiger Dank. Uns alles gut. Ich muss natürlich fragen, wie viel Mortier uns für drei. Die Ermordung des Kaisers bezahlt hat. Reichlich. Erstaunlich. Tja, der alte Bastard war die Mühe wirklich wert, was? Hm. Darf ich euch vielleicht einen Rat geben? Ihr solltet Delvin Mallory in Rifthorn aufsuchen. Wenn ich nicht irre, hat Astrid euch schon einmal zu ihm geschickt. Ach, Delvin. Mallory ist ein Akquisitionsexperte. Mit dem Geld können wir diese Zuflucht renovieren und neu ausbauen. Okay. Sie zu einem echten Zuhause machen. Hm? Kümmert euch darum und ich will sehen, ob ich nicht ein paar neue Mitglieder für unsere Familie finden kann. Gut, ich besorge uns eine schicke Bude. Und du Mitgliederst, damit ich dann mich um andere Sachen kümmern kann. Es ist vollbracht. Ich erschrocken, ey. Kaiser Titus Mede der Zweite ist tot. Du hast lachen, den und die dunkle Bruderschaft lebt weiter. Doch unsere Arbeit hat gerade erst begonnen. Überstunden, oder? Kommt näher, Zuhörer. Und lauscht meinen Worten. Mit dir kuschel ich doch gerne. Ein weiteres Kind
hat zu seiner Mutter gebetet. Sprecht mit dem nervösen Wirt von Hauskerzenschein in Windhelm. Nehmt sein Gold. Okay. Und dann tötet das Ziel. So beginnt ein Kontrakt mit Blut besiegelt. Gut. Ja, jetzt kriegen wir immer unsere Aufträge ja immer von der Mutter. Tschüss, Mutter. So. Aber erstmal sehen. Jetzt müssen wir erstmal zu Delvin. Zu Delvin, damit wir hier oben eine vernünftige Bude wieder kriegen. Damit es ein bisschen gemütlicher wird. Also auf nach Riften. Ja, Gott sei Dank. Ja, wir müssen erstmal an unserem Haus Honigschleim. Wie heißt das? Hier unser Honighaus. Unser Honighaus müssen wir erstmal besuchen. Da haben wir ja eine Verkäuferin, wo wir unser Zeug erstmal loswerden. Die Taschen ein bisschen leer machen können. Das Leben euch, Tane. Jo. Sei gegrüßt, mein Huskarl. Huskala ist das wahrscheinlich. Kala, ne? Ihr geht vor, ich folge. Ach, ich gebe euch Deckung. Gut. Was soll ich nehmen? Alles. Nee, Quatsch. Ja, sorry. Ich nehme. Alles wieder zurück jetzt. Ja, damit. Dann mal los. Bin immer noch da. Ja. Ich habe mich verklickt. Was soll ich nehmen? Ich habe mich verklickt. Verhalten so. Ja, die Stäbe behältst du natürlich. Die Pelze kannst du auch noch behalten. Ja, Stahlpfeil brauchst du auch nicht. So. Geht ihr voran? Ja, das war Ulrika. Bin immer noch da. Was soll ich nehmen? Nach und nach. Wie gesagt, falls das mal zu viel wird, dann wundert euch nicht, wenn da Schnitte drin sind. Und seltsame geht ihr voran. Gewichtssprünge zu verzeichnen sind. Ich kürze das dann meistens mal ab. Ich meine, ich weiß, ich sehe auch von hinten gut aus, aber wenn ich zur Verkäuferin schleiche, das ist ja nun auf Dauer. Gibt es ja auch schönere Anblicke eigentlich. Was kann ich für euch tun? Hm? Werft einen Blick darauf. Schrott, wo der immer herkommt. Sammelt sich aber auch mal was an. Ne? So. So, mhm. Das war ein so ein Schnitt zur Erwähnung. Was? Ja, und die will ich. Die will ich ja aufhängen. Vom Penetrantusorden hier die Klamotten. Die werde ich wahrscheinlich ins Priesenheim hängen. Neben die Kaiserrüstung. So, Delvin. Delvin, meine Sonne. Usia kommt. Bringt dir Geld. Das haben wir uns ja wacker verdient. Das haben wir ja richtig verdient. Da waren wir ja fleißig für. Da brauchen wir kein schlechtes Wissen haben. Ja.
mal zur Tonne gucken. Liebesversteck hatte Günther gesagt, hier die eine Tonne ist, die da, jawohl. Oh, her damit, tschapp. Ist ja scheiße, wenn die Taschen leer sind. Mal her damit. Schon zum Anlocken. Da wollte einer wissen, ob ich das mitnehme, aber nein. Ich bleib hart. Ich lasse den Scheiß liegen. Ich arbeite an mir. Selbst meine Kinder haben schon mal gesagt, ich wäre im Spiel ein Messi. Ich weiß mal nicht, wie sie drauf kommen, weil der nur alles nicht. Ihr benötigt Gold. Ich habe vielleicht Arbeit für euch. Umgedreht. Ich habe Gold und Arbeit für dich. Die Dämmersternzuflucht. Mhm. Da haust ihr alle also gerade. Ja, wir alle, wir drei, ja. Ganz ehrlich, das wird euch kosten. Sehr viel kosten. Ist doch scheiße. Aber ist doch scheiße, ich kann euch helfen. Wovon genau sprechen wir denn hier? Oh, nur dieses und jenes und. Die sind schon praktisch, oder? Ein Arbeitsplatz für Alchemie-Experimente. Vielleicht ein kleiner Garten mit ausgesuchten Pflanzen. Ja, macht bestimmt die Kleine. Ist so gut wie erledigt. Kleine Babette. Also gut. Wie lauten eure Wünsche? Ja, das kriegen wir hin. Ich denke da an einen Kanaldeckel im Außenbezirk von Dämmerstern. Das war wahrscheinlich der Knack. Der würde zu einem Tunnel und dann nach drinnen führen. So kommt ihr schnell wie die Kaninchen rein und raus. Das war wahrscheinlich der Knackpunkt bei der alten Zuflucht. Die konnten ja nicht mal weg. Sagt mir, was ihr benötigt. Und ich lasse meine Leute an die Arbeit gehen. Alles, was du hast. Ihr solltet Fackel nicht betrügen. Ey, deine Leute sind meine Leute, oder nicht? Ein Luxusschlafzimmer, das eines Königs würdig wäre. Jo. Kein Problem. Ihr bekommt ein schönes großes Bett. Einen hübsch eingerichteten Raum. Und vielleicht noch etwas zusätzliche Dekoration dazu. Aber natürlich. Noch den Arsch aufgerissen. Kann ich ruhig mal schön. Handbänge, wie? Wollt ihr es euch vielleicht etwas gemütlich machen? Also gut, ihr sollt sie haben. Hast du noch was? Aber natürlich. Ja, dann nehmen wir die auch noch. Aha, so. Ja, so kenne und liebe ich die dunkle Bruderschaft. Fürs Geschäft oder zum Vergnügen? Ja, muss ich sehen. Aber ist ja auch egal, oder? Ich werde mich darum kümmern. Kleiner Klatsch auf den Arsch. Wer es braucht. So. Gut, mehr hat er nicht. Was ist los? Nix. Angst, euch die Hände schmutzig zu machen. Hallo. Sucht ihr nach Arbeit? Ey, Schatz, ich habe so viel Arbeit. So viel Arbeit. So viele. Mehr kann ich leider nicht für euch tun. Ich habe mein Bestes gegeben. Dankeschön. Ich hoffe, dass euer Zuhause jetzt wohnlich ist. Das und hoffe ich auch. Viel Erfolg mit euren Mordsgeschäften. Jo. So, tschüss, Devin. Mein Freund. Wir sehen uns schnell wahrscheinlich nicht wieder. Obwohl, das heißt ja hier im Spiel nichts. Irgendwer schickt dich vielleicht doch wieder hierher. Aber lass uns überraschen. Hat gesagt, ich habe im Dings in der Zuflucht einen Stein von Barentia vergessen. Ich guck mal, ob ich den noch einfinde. Ich habe zwar nicht viel Hoffnung, aber lieber noch mal suchen. Ah, jetzt kann man doch direkt. Letztes Mal konnte man gar nicht hin. Okay. Tschüss, mein Pferd. Wohin auch immer du gehst. Zwischendurch. Aber vielleicht hat eine Freundin, ne? Vielleicht rennt hier irgendwo so eine Stute rum, die schon hinter dem Busch gewartet hat. Weiß man ja nicht. So. Und Schluss mit lustig. Stein suchen.
viel Hoffnung, oder? Messerchen ist noch da. Das alte Buch, ein altes Messer. Die Mutter und Mutter haben wir schon geküsst. Oh, Dolch auch aus Versehen mit dir nochmal zu sehen. Wollte ich gar nicht. Ist man hier wirklich früher so oft hier lang gerannt, aber so, aber den Dings habe ich nicht gesehen. Da oben ist der nächste. Astrids Bude war doch, glaube ich, hier unten. Ja, ist ja alles. Tö. Alles verschüttet. Da kommen wir auch nicht mehr durch. Wieder raus. Hier. Auch zu. Auch verschüttet. Denn. So. Was wir brauchen. So, meine Lieben, das soll es für diese Folge dann erstmal wieder gewesen sein. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet jede Menge Spaß. Ich wünsche euch Gesundheit und mir wünsche ich natürlich für die Videos Klicks, Likes und nach Möglichkeit Abonnements. Dann ciao, bis zur nächsten Folge. Euer Mario, der alte Sack von Holstone TV.